Ja, wir sind ein Paar, sagte ehemalige ARD-Sportmoderator Gerhard Delling im Juli im Interview mit Bunte über Unternehmerin Christina Block. Gesehen hat man den 62-Jährigen mit seiner neuen Liebe allerdings schon ein paar Mal, allerdings nicht offiziell als Liebespaar. So sind sie zum Beispiel 2019 gemeinsam beim Neujahrsempfang in Hamburg und bei einem Get-Together in Baden-Baden. Am 5. August erscheinen die beiden nach der Liebesnews Anfang Juli gemeinsam zum Euromainz-Wirtschaftsgipfel in Hamburg. Die vierfache Mutter ist die Tochter von Blockhausgründer Eugen Block. Die 46-Jährige besitzt nicht nur Firmenanteile am Imperium ihres erfolgreichen Vaters, ist dort im Aufsichtsrat der Eugen Block Holding, sondern hat zusätzlich ihr eigenes Unternehmen, eine kleine Sandwich-Kette, gegründet. 2019 ist sie außerdem dem CDU-Kompetenzteam beigetreten, um im Wahlkampf als Wirtschaftsexpertin zu unterstützen. Sowohl Delling als auch Block haben je drei Töchter. Die Unternehmerin bringt zusätzlich noch einen Sohn in die neue Patchwork-Familie. Und wie es mit der neu entfachten Liebe bislang so läuft, zeigen die Bilder vom roten Teppich. Beide strahlen um die Wette und wirken sehr glücklich.